Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem ersten Char hier, den Titan und seinem Wochenloot und wir nochmal auf Eisenbanner eingehen. Man sieht, ich habe die Eisenbanner-Rüstung schon angelegt, weil ich eben die ganze Zeit noch im Eisenbanner war. Darauf will ich jetzt erstmal eingehen. Wir gehen erstmal kurz zu Lord Saladin, mal schauen, wie weit ich da im Rang bin. Das dauert alles ein bisschen länger irgendwie. Ja, die beiden Sachen habe ich jetzt freigeschaltet. Wie gesagt, um die anderen Sachen zu kaufen, müsst ihr halt oben hier die Engramme ziehen, nicht vergessen. Und dann könnt ihr dann hier unten dann die Sachen kaufen, ja. Wenn ihr euch die Rüstung holen wollt oder irgendwelche Waffen, dann könnt ihr die halt hier holen. Wie gesagt, das ist Destiny 1 Rüstung aktuell, darf man nicht vergessen, ja. Die Helme und so, allen Kram ist Destiny 1. Sieht nicht ganz so schlecht aus eigentlich, aber ist halt wieder recycelt von Bungie, was denn auch sonst, und nervt schon wieder ein bisschen ab. Aber naja, so schlecht finde ich die Rüstung eigentlich nicht. Und ja, die kann man sich sonst mal mitnehmen, ne. Wenn ihr müsst ihr eh eine Rüstung tragen. Da muss ich letztens, ob ich da überlegen, was, ob ich da hier was ziehe, hier das Ding. Ja, das war ja erstmal dazu. Dann nicht vergessen, ich gehe nochmal komplett drauf ein. Wie gesagt, Spielmodi ist Festung. Ist schön, ihr müsst halt die Rüstung oder Ornamente tragen oder die Waffen tragen vom Eisenbanner. Ich gehe meistens Freelance rein, da gewinne ich am meisten. Ich muss noch 3 Spiele machen, dann habe ich dann mein Maximum erreicht für Spitzenausrüstung. Spitzenausrüstung plus 2 droppt hier, das bringt euch extrem weit nach vorne. Also gar nicht schlecht, und man kann 4-mal Spitzenausrüstung rausziehen, aber ihr müsst halt 18 Runden spielen mit dem Stasis- oder Leere-Fokus. Ganz wichtig, nicht, dass ihr da Solar oder Stasis oder Solar oder Akkus reinnehmt, das ist nämlich falsch, dann kommt ihr hier nicht weiter. Also Leere- oder Stasis-Fokus nehmen, 18 Matches insgesamt, und dann droppt immer wieder eine Spitzenrüstung plus 2, eigentlich sehr gut. Dann natürlich die Rüstung tragen, weil es muss hier so stehen. Erstmal 8,8% Multiplikator, abgeschlossene Herausforderung, gut, das kommt ja noch, das vierte. Ausgelöste Eisenbahnerrüstung 5 von 5 und Eisenbahnerabzeichen 1 von 1. Das muss immer drin stehen. Dann am besten, wenn ihr spielt Eisenbahner irgendwie, weiß ich, 10, 20 Matches oder halt die 18 Matches durch, komplett mit einem Char, wechselt den Char, macht da wieder weiter. Aber zockt auf jeden Fall durch, damit die Strähne sich auflädt. Ihr müsst, habt ja 5 maximum Strähnen, die ihr aufladen könnt. Wenn ihr dann aber was anderes spielt, Strikes oder so, dann geht die Strähne auf 3 zurück, so wie ich weiß, oder geht komplett weg. Deswegen immer Eisenbahner durchzocken am Stück. Wichtig, dass ihr das so macht. Ja, und auch die Rüstung tragen. Das ist wichtig. Wie gesagt, Spielmodus Festung finde ich eigentlich ganz gut. Das ist halt Zone erobern, die Zone halten, dann triggern die runter und geben euch Punkte. Da kommt eine Dropzone oben runter mit 3 Geschützen. Die Geschütze abschießen, dann am besten Bubble setzen oder was ich was alles. Wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall dann eher beim Titan Bubble nehmen. Das hilft schon ganz schön gut, die Zone zu halten, weil es geht alles nur um die Zone halten. Ob ihr da jetzt rumkrebst im Eisenbanner und irgendwie euch da Kills holen wollt, vergesst es. Das macht das Spiel kaputt. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ihr müsst Siege mitnehmen, damit ihr mehr EP, mehr Punkte kriegt für den Rang von Eisenbanner. Das heißt, nehmt die Zonen ein, haltet die Zonen und ja, mehr oder weniger auf gut Deutsch, scheiß auf den Rest. Ja, das ist halt wichtig. So, das zum Eisenbanner. Ja, wie gesagt, da habe ich jetzt, muss ich jetzt erstmal umwurschteln hier. Ich gehe jetzt erstmal hier, ja, achso, und was man natürlich gut machen kann, ist natürlich geschmiedete Waffen dort leveln. Das habe ich auch gemacht. Ich habe immer meine Waffen, die ich hier noch fertig haben möchte, müssen wir eigentlich immer auf Rang 17 bringen, um die vollständig zu haben. Ja, und da fehlt noch ein bisschen was bei einigen Waffen, die werde ich jetzt gerade hier fertig machen. Ich habe die hier schon fertig gemacht, der Amit AG2, auch ein sehr gutes Automatikgewehr, was auch sehr gut zieht im PvP. Ja, und die anderen Waffen sind da hingestellt, sind eher nicht so gut für PvP, aber ich werde sie trotzdem leveln, und das ist ganz gut da im Eisenbanner. Ist natürlich ein bisschen Handicap, aber es funktioniert. So, da wollen wir nochmal kurz ein bisschen was einsetzen hier, mein höheres Level reinkriegen. Ich muss dann selber mal schauen, was denn hier reingesetzt werden sollte und müsste. Muss ich mal eben schauen. Ne, das ist falsch. Das hier so. 87. Gut, da habe ich schon einmal 1590 auf Pinnacle Cap schon was gedroppt gekickt. Ja, das ist schon mal ganz nett. Das ist schon mal ganz nett. Hier noch 89er Wert. Habe ich noch irgendwo 89? Muss immer aufpassen, nicht, dass man die falschen Sachen irgendwie infodiert oder weghaut. Ja, auf 1605 komme ich jetzt. Also meine 1588 ist mein, also mein mächtiges Ausrüstungslevel. Dann plus 17er Bonus. Und ich hoffe, dass ich gleich nochmal einen Rang bekomme, weil ich bin kurz vor 1,8 Millionen Punkten. So, dann haben wir das schon mal. Es sieht ja schon mal eigentlich ganz nett aus, würde ich sagen. Das passt eigentlich schon mal ganz, ganz gut so. Gefällt mir auch, aber wie gesagt, noch bin ich lange nicht durch mit dem Char. Also, das dauert alles noch. Aber aktuell bin ich halt so weit mit dem Char, dass ich sagen kann, ich komme in die Richtung, wo ich nächste Woche zum Requiset alle Spitzenausrüstungen mit Pinnacle Cap kriege. Und dann hoffe ich darauf einfach nur noch, dass Bungie mir gnädig ist und dann, dass ich hier genug Loot kriege. So, ich hole mal eben kurz mal eben noch was 1588er ab hier. Die Probe zu stellen heißt, mal gucken, vielleicht kriege ich noch einen Umhang oder so. Einen Helm, kann ich den gebrauchen? Weiß ich nicht.
Das bringt dir Macht. Umhang. Guck mal hier. So. Da haben wir noch zwei Sachen zum Ausgleichen. Genau, oh, da habe ich richtig Glück gehabt hier. Man kann auch die Rüstung einfach tragen im Inventar. Ihr müsst sie nicht infundieren. Ich infundiere, weil ich eh genug Material habe und mir immer nachkaufen kann. Und ich Schiss habe, dass ich das Falsche dann halt infundiere oder weiß ich was. Ich kann natürlich jetzt die Sachen auch auf die Eisenbahnerrüstung ummünzen, weil dieser Powerlevel-Vorteil ist auch aktiv im Eisenbahner. Das heißt, wenn ihr ein geringes Powerlevel habt, kriegt ihr schneller einen auf den Deckel, als wenn ihr ein höheres Powerlevel habt. Aber ich will meine Main-Rüstung hier halt eben hochpushen. Und ja, jetzt habe ich alles hier ausgeglichen. Das ist sehr gut. Wie gesagt, jetzt kommt jetzt alles mit Pinnacle Cap, wenn ich Spitzensrüstung plus 2 farme. Egal was droppt, ich kriege alles mit 1590 gedroppt. Also eigentlich ganz nett. Passt auf jeden Fall. Das ist schon mal super. Leider ist das jetzt hier, was ich jetzt abhole, Spitzensrüstung plus 1. Ich hole jetzt trotzdem ab. Und wie gesagt, muss ich jetzt noch 3 Spiele im Eisenbahner machen, dann kriegt er auch nochmal Spitzensrüstung plus 2. Ich habe viele Aktivitäten hier noch nicht gespielt, wo Spitzenausrüstung plus 2 droppt, weil irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr und auch keine Zeit mehr, alles so zu spielen, wie man es hätte machen sollen und müssen. Aber ja, ich habe bis aktuell nur einen einzigen Char geschafft, weil ja, die Zeit war einfach dann wieder nicht da. Und das ist halt, finde ich, extrem anstrengend bei Destiny 2 aktuell. Achso, was ich noch... Ach, ein großes Ding, was ich noch habe. Aktuell ist Destiny 2 immer noch extrem verbuggt. Also richtig verbuggt, nicht nur ein bisschen. Also wir haben Seraph Schild gespielt. Da kommt auf einmal uns nicht mehr... Wir haben den Scanner aufgenommen, den ersten Scanner aufgenommen. Konnten uns nicht mehr ducken. Die Duck-Taste, Kreis bei PS5 oder 4. War halt nicht mehr funktionsfähig. Also die konnte man nicht mehr... Konnte man drücken, was wir wollen, nichts ist passiert. Da konnte man nicht mehr in die Schächte reinkriechen, um da weiterzukommen. Da mussten wir das ganze Ding nochmal neu starten. Dann bei Seraph Schild kommen ab und zu nicht die richtigen Gegner. Da könnt ihr dann auf einmal auch nicht weitermachen. Da hängt ihr da auch fest. Also Bugs sind auf jeden Fall überall vorhanden. Da habe ich gestern noch irgendwas gehabt. Achso, genau. Da habe ich einfach hier irgendwo im Turm rumgefummelt. Bin ich einfach wieder in Orbit reingeknallt. Also es ist schon bemerkenswert, dass aktuell so extreme viele Bugs drin sind im Spiel, dass du einfach hier aus dem Spiel rausfliegst oder die Missionen nicht richtig laufen. Achso, genau, bei Mutproben der Ewigkeit war das. Da waren wir fast in der vorigen, also in der letzten vorigen Phase vom Endboss, vor Crota diese Woche, und dann hing eine Hexe in der Wand fest. Die kam nicht mehr raus. Die hing einfach in der Wand. Keine Ahnung, hab ich noch nie gehabt. Musste das ganze Ding nochmal neu starten. Also aktuell sind, was Bugs angeht, in Destiny 2 extrem. Extrem. Also... ganz, ganz übel. Ich weiß nicht, was der Bungie sich bei denkt, aber da müssen die auf jeden Fall nochmal ran, sonst kriegt man hier dauerhaft nur Krämpfe. So, noch eine Waffe gekriegt, okay. Ja, ich habe jetzt hier die NPCs alle hochgelevelt, damit ich halt hier, wie gesagt, die EP wieder kriege. Und natürlich die 120 Glanzstaub, darf man nicht vergessen, die man hier auch kriegt. Und nicht vergessen, was ihr hier abgebt, ne? Gebt das immer am besten mit einem Teammate ab, damit ihr geteilte Weisheit aktiv bekommt, damit ihr noch ein bisschen EP oben drauf kriegt, weil sonst habt ihr selbst hier ein bisschen verschwendet. Aber vielleicht habe ich Glück und komme da noch ran an Power Level ab. Naja, mal gucken. So, ja, ich will jetzt einfach nur Loot abholen. Wie gesagt, es droppt jetzt alles nur mit 1588 leider nur. Aber ja, egal, ich muss die EP ja mitnehmen. Ihr habt gerade gesehen, es hat hier schon wieder ein bisschen geleckt eben. Das heißt, irgendwas stimmt hier nicht im Spiel, definitiv nicht. Ja gut, PvP ist eh kaputt, also mal ganz ehrlich. Aber ich hole mir auf jeden Fall noch irgendwie, glaube ich, mal irgendwann mal einen Scuff-Controller oder was. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das doch einen ganz schön voranbringen kann. Ist auch so ein bisschen eine Schummelbude, ich weiß, aber das hat schon ein anderes Gefühl in der Hand, so ein Scuff-Controller. So, wie gesagt, die Waffe muss ich auch nochmal überall freischalten, wie gesagt, ist auch noch wichtig. So, jetzt haben wir die ganzen Sachen hier gekriegt. Das ist schon mal schick. Ich komme noch kurz in eine Poststelle, nicht, dass da irgendwas rumfliegt. Dann haben wir diese Woche bei Tests natürlich auch noch sehr viele Sachen, die sehr schön sind. Und ich immer noch nicht weiß, was ich da holen soll. So, warte mal. Muss ich hier mal eben... So, mal den Dings hier nochmal mitnehmen. Ja, meine Poststelle ist, wie gesagt, mein neuer Tresor. Das ist auch noch dazu gesagt. Auch ganz schick. Sollen wir dann anfangen? Ach ja, Eisenbahner-Dings muss ich auch noch haben. Ah. Ja, ich bin überall vollgepackt, bis zum geht nicht mehr. Ne? Das ist schon ein bisschen nervig. Ja, nur ein bisschen. So, ich muss gleich mal anfangen zu infundieren. Ja, muss ich gleich mal anfangen. Ich infundiere jetzt ein bisschen, damit ich ein bisschen wieder was freikriege hier. Ist nicht das Richtige ab und zu, aber ich mach's trotzdem. Weil ich habe halt, wie gesagt, das Material. Ich kann kaufen, was ich will. Ich habe so viel Material auf der hohen Kante. Ich gucke auch gar nicht mehr die Perks an zum Teil. Ist mir ab und zu einfach egal.
Euch sollte es nicht egal sein, wenn ihr neu dabei seid, weil ihr müsst immer aufpassen, was ihr macht, auch wenn ihr wenig Material habt. Also macht nicht das nach, was ich hier mache, sondern macht es anders. Also spart und legt es auf die hohe Kante und sowas in der Art. So, ja, was, also das, der Shader, den finde ich ganz cool eigentlich so. Ja, das hat was, den nehme ich auf jeden Fall mit. 300 Glanzstaub ist weg, puff. Dann hier abgefangenes Signal, 450 Glanzstaub. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Da muss ich aber noch überlegen, ob ich es mir hole oder nicht, aber finde ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir hier das hier, Nuve oder was, Parapet, sieht ganz geil aus. Aber die Frage ist halt eben, spielt man halt Chitins Bollwerk? Ich weiß es nämlich nicht. PvP natürlich gar nicht schlecht eigentlich mit der schussfreien Barrikade, aber ich hole erstmal Vulkangestein für Prometheus-Linse. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Also Geschmackssache, ne? Es ist immer Geschmackssache. Und man muss dann mal aufpassen, was man kauft. Wie gesagt, Glanzstumpf ist sehr, sehr rar. Ist nicht oft zu holen. Traumschwimmer geht eigentlich auch noch. Ja, wie gesagt, da müsst ihr hier nochmal genau gucken, wo ihr Bock drauf habt. Nicht vergessen. Und sonst, wie gesagt, die Season-Rüstung hier. Akku-Schmuck-Titan-Paket. Aber das sieht halt immer noch Hammer aus, ne? Wolfskuss-Paket. Es ist einfach Hammer, ne? Ich habe echt ganz am Überlegen, dass ich das hole, ey. Das ist, finde ich, sehr, sehr geil. Sehr Wikinger-mäßig. So. Ja, fliegen wir dazu mal kurz in die Helm. Da schauen wir auch nochmal. Und was wichtig ist natürlich zudem auch noch, ja, ich habe noch einige saisonale Herausforderungen. Gibt es natürlich auch noch Glanzstaub. Wie gesagt, ihr könnt mit Everversum ein Gramm Glanzstaub kriegen als Random Drop. Dann bei den NPCs, bei den drei hier auf dem Turm. Lord Shax, Zavala und Vagabund. Und dann halt, ja, mit Kleinbeutezügen. Und sonst halt natürlich über die saisonalen Herausforderungen natürlich auch. Nicht vergessen. Und natürlich über den Season Pass natürlich. Hier natürlich, da habe ich noch einige offen, wie gesagt. Aber hier kriegt man auch ab und zu ein bisschen Glanzstaub. Ein paar Sachen habe ich noch nicht gemacht. Wie gesagt, ich verfolge noch nicht aktiv hier die Sachen. Einige laufen halt von alleine weiter. Und ja, wenn ihr es halt fertig habt, kriegt ihr oben dann nochmal oben drauf 4000 Glanzstaub, wenn ihr 72 Herausforderungen abgeschlossen habt. Aber da ist noch Zeit für. Deswegen, ja. Aber es ist die kürzeste Season dieses Mal vom DLC. War noch nie so kurz. Deswegen hat man natürlich auch wenig Zeit, die ganzen Sachen abzuschließen, ne? Das ist dann auch noch ein Manko hier. So. Da werden wir auch noch mal kurz den Loot abholen. So, habe ich jetzt mein Power Level plus 1 erreicht, oder was? Habe ich schon erreicht? Ja, achso, habe ich schon erreicht. Okay, so, deshalb bin ich auf 1606. Supi. Ja, der Rest dahingestellt. Ja, dann hier natürlich die Beutezüge mitnehmen, fertig machen, jede Woche mal auch 8 Stück. Dann, so sieht es aktuell bei mir bei meinen Upgrades aus. Ich habe das noch upgraded, damit ich halt auf 4000 Schlüsselcodes kommen kann, auf Maximum. Dann habe ich hier natürlich upgraded, damit ich halt hier die roten Randwaffen direkt einmal die Woche abholen kann. Definitiv auch wichtig. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich gleich denn jetzt ab? Ich nehme das hier einfach mal, oder? Ja, ich weiß noch nicht, was ich jetzt wirklich noch nehmen soll. Das, was upgraded ist, ist eigentlich gut. Und ja, ich mache jetzt das nicht. Ich mache erstmal die obere Reihe fertig. Und dann passt das schon irgendwie. Wie gesagt, das können wir wahrscheinlich in der nächsten Woche upgraden hier. Die beiden Sachen habe ich unten upgegradet. Und ja, so sieht es aktuell aus. Eigentlich bin ich zufrieden damit. Sagen wir es mal so. Ich habe die Sachen hier oben immer noch nicht abgeholt. Und zweite Seite, wie gesagt, könnt ihr hier auch noch ein paar Sachen kaufen und umformen. Einmal die Woche, wenn ihr es richtig upgradet habt, habt ihr hier auch eine rote Randwaffe. Könnt ihr eine abholen. Und Ekulos mache ich aktuell fertig. So. Ja, das war's. Ich meine, war ja gar nicht so schlecht, oder? Ich hoffe, die Infos helfen so ein bisschen. Und dann für euch viel Spaß noch und wie gesagt, spielt Eisenbahner, so wie ich es gesagt habe und ja, holt euch über den Loot ab. Bis denn, reingehauen, danke fürs Zusehen, danke für den Support immer. Tschüss!